Birkaner, auch Birke oder die Birkenrune genannt. Mal schauen einmal über die wunderschöne Birke, die was du direkt von unserem Haus wächst. Die Birke ist eine heilige Pflanze, eine heilsame Pflanze, wie alle Pflanzen eigentlich heilende Wirkung haben. Auch die Birke ist besonders blutreinigend und hilft dem Organismus. Man nennt ihn auch Nierenbaum, der was wirklich sehr viel heilende Wirkung hat, wie jede Pflanze eigentlich. Und die Pflanzen, so Gott, die Birkanerrune, steht ja im Türeid, im letzten Eid, im dritten unserer alten Futtag. Und was bedeutet diese heilige Rune, dieses Zauberzeichen, oder wenn uns dieses Zauberzeichen begegnet, gerade jetzt im Frühling, wo jetzt alles austreibt und alles aussprießt, stellt sich vor, es würde keine Pflanzen geben. Dann würden wir sterben, weil wir hätten nicht Luft zum Atmen. Und jetzt kommen eigentlich perverse Kräfte, die was den Pflanzen des Lebenselixier rauben wollen, das CO2. Weil wir wissen es mittlerweile aus der Photosynthese und da unten die Pflanzen durch CO2 den Sauerstoff produzieren. Und man sieht, wie lebensfeindlich und zerstörerisch diese Kräfte momentan sind, die was speziell hier im Westen am Berg sind. Aber zurück zur Birke, zu Birkaner. Die Birke lebt auch normalerweise in Symbiose mit den heiligen Götterpflanzen, mit den Pilzgeistern des Fliegenpilzes, Rabenbrot oder Wotansbrot genannt. Warum Wotansbrot? Weil mit Hilfe des Fliegenpilzes wir in andere Sphären gelangen. Es ist eine hoch psychoaktive, heilige Götterpflanze, die was speziell auch für schamanistische und rituale Zwecke eingesetzt wird. Unter anderem befinden wir uns jetzt unmittelbar vor dem Hexensabbat, den was ich heuer auch vorhabe zu zelebrieren in alter Weise mit Meter und Fliegenpilz. Und man merkt jetzt schon, also die Menschen, die was bereits wieder Zugang gekriegt haben zu ihren Asengöttern und Ahnen, spüren jetzt, dass diese Zeit nahe ist, dass sie jetzt wieder diese geistigen Welten einfach vermischen und einfach, das kann man sagen, das Himmelreich sehr weit heruntergekommen ist. Das spürt man, das liegt in der Luft. Das hat eine ganz besondere Atmosphäre, gerade wenn man in die Natur hinausgeht. Darum ist es so wichtig, in die Natur hinauszugehen. Und auch dich zu erden. Geh barfuß. Warum haben wir heutzutage Gummisohlen? Das ist absichtlich. Das hat nicht nur den Grund, dass wir heute eine bessere Auftreibung haben, sondern dadurch raubt man uns die Erdung. Weil die Gummisohle ist ein Isolator. Also wenn es geht, geh barfuß. Damit du wieder geerdet wirst. Der Bart, die Ahnen. Und man braucht natürlich auch Kontakt zu oben. Das sind einfach die Haare, die Antennen. Und ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion haben über das Thema Haare oder nicht Haare, aber wenn du schon den Haarwuchs, schau einfach auch, dass du nicht mit Giftstoffen, mit irgendwelchen künstlichen Chemikalien deinen Haarwuchs und deine Haare quälst, dass sie dir nicht zu bald ausfallen. Das hängt auch damit zusammen. Zurück zu Birkaner. Es ist die Rune der Heilung, des Wachstums. Sie steht für die Pflanzenwelt. Und nicht vergessen, in unserem Pantheon ist alles beseelt, alles Leben, die Blume ist Leben, natürlich umso mehr der Baum. Auch der Baum steht generell für die Weltnesche Yggdrasil, für unseren Stammbaum, den wo sie auch reinhalten sollten. In der Tierwelt gibt es auch Reinrassigkeit und wir sollten auch bedacht sein, unsere Rasse rein zu halten. Vermischung ist niemals gut. Ja, und das ist eigentlich kurz so ein kleiner Aspekt über Birkaner. Ganz ein wesentlicher Aspekt. Wenn dir Birkaner jetzt begegnet, dann achte persönlich auf die Gesundheit, deine Gesundheit. Nimm Pflanzen zu dir, neben Fleisch. Natürlich auch die Frage, wann du jetzt irgendwo Pflanzen kaufst im Supermarkt, wie sind die behandelt worden? Sind die irgendwo unter qualvollen, jämmerlichen Bedingungen aufgewachsen,
dass du billig kaufen kannst, das Kilo Tomaten um 1,99 Euro aus Spanien in einer Hydrokultur. Da hat man einfach diesen Geist gequält und der wird uns nichts Gutes tun. Also wenn du schon Pflanzen zu dir nimmst, dann schau jetzt so natürlich, wie es geht. Gerade in dieser Zeit jetzt, die Wiesenkräuter, lerne die Wiesenkräuter kennen. Es gibt fast kein Gras, was man nicht essen kann, aus Salatbeilage. Ob es der Löwenzahn ist, ob es jetzt, da gibt es so, der Löwenzahn zum Beispiel, eignet sich herrlich, die Gänseblümchen. Es gibt so viele Veilchen, kann man selbst essen. Also wirklich, dass man wieder auch die Wiesenkräuter mehr kennenlernt. Die sind ganz, die geben uns die richtige Energie, weil die Pflanzen haben im Grunde genommen die Kraft der Sonne in sich und das ist eigentlich unsere Lichtnahrung. Und das ist, die Pflanzen opfern sich auch der Tierwelt und der Menschenwelt in der Nahrungskette und sind somit ganz, ganz wichtig. Also wenn du mit Bacana in Begegnung kommst oder Bacana so, weil du vielleicht in deinen Namen drinnen hast, dann ist das eine große Ehre. Diese liebe, biegsame, sanfte, heilige, wichtige Runde.